Tatsächlich, weil ich mich mal richtig auf die Fresse gelegt habe, auf gut Deutsch, und dann einfach Angst hatte beim Bergabfahren. Ich hatte anfangs mit dem Schwimmen tatsächlich ein bisschen Probleme und es hat Zeit gedauert, bis ich da reingekommen bin richtig. Aber mein erster Wettkampf, der Edersee-Triathlon, hat wirklich das Feuer total entfacht. Und Martin hat damals auch schon die Saat für den Ironman Hawaii gelegt. Er ist, glaube ich, 5-mal gestartet, wenn ich mich richtig erinnere, und hat immer davon geschwärmt. Und so bin ich gleich mit dem Hawaii-Virus auch infiziert worden. Ich glaube, ich war auch der einzige Jugendliche, der so einen Leistungssportgedanken verfolgt hat und war damit eigentlich immer was Besonderes, sag ich mal. Und ja, jetzt ist es natürlich, ich würde nicht sagen, es ist eine Genugtuung. Also das ist ja dann so die Frage, glaube ich. Aber es ist natürlich ein schönes Gefühl und es ist vor allen Dingen ein schönes Gefühl, jetzt vom Bad Wildungen da auch den Respekt entgegengebracht zu bekommen und da tatsächlich die ganze Stadt hinter mir zu wissen. Da sind gute Freundschaften entstanden und einfach gute Wettkampferlebnisse. Ich denke da direkt an die großartigen Feiern am Schliersee, im Spinnradl und so weiter. Also da gibt es einfach großartige Momente, die da entstanden sind und ich auf keinen Fall vermissen hat. Ich glaube, der Tag, so wie er da passiert ist, wird auf lange Sicht sehr emotional behaftet sein. Es sind ja noch einfach so viele andere Dinge passiert. Ich konnte meinen Titel verteidigen, was im Vorfeld eigentlich auch niemand so richtig wirklich dran geglaubt hatte. Der Heiratsantrag. Jan hat den Schwimmrekord gebrochen. Es war einfach rundum ein perfekter und hochemotionaler Tag. Und mit Sicherheit einer der besten Tage meines Lebens. Ja, auf jeden Fall. Das 2019er Jahr war nicht nur schlecht, muss man einfach sagen. Aber ja, man fällt dahin, steht auf und macht weiter. Ne? Ja, es ist immer wichtig, einen Rückzugsort zu haben, Unterstützung zu haben und ja, auch mal Kritik zu bekommen und vielleicht auch in die eine oder andere Richtung mal gestoßen zu werden, wenn man selber nicht mehr weiter weiß. Ja, also tatsächlich war es so, dass auf dem Flieger nach Hawaii saß jemand hinter mir und der hat die ganze Zeit gehustet. Und da würde ich mit der Situation würde ich schon mal anders umgehen. Also ich glaube tatsächlich, dass ich mir da den Infekt eingefangen habe. Und meine Frau hat noch gesagt, hey, wir müssen uns unbedingt umsetzen. Der ist total krank und du bist natürlich nach der Vorbereitung irgendwie vom Immunsystem her total am Ende. Beziehungsweise einfach auf der Kante sozusagen. Und ja, einfach noch ein Tick professioneller sein. Einfach dann wirklich zu sagen, hey, das geht nicht. Entweder er oder ich muss mich umsetzen. Ich muss noch mehr auf Hygienemaßnahmen achten. Das habe ich aus der speziellen Situation einfach gelernt. Ich glaube, es liegt in jeder Disziplin noch ein Potenzial drin. Ich glaube, der strukturelle Aufbau kann einfach noch etwas zielgerichteter und etwas besser vonstatten gehen. Was jetzt alles keine Kritik, alles was ich sage, ist keine Kritik an Fares. Weil ich meine, das was Fares mit mir gemacht hat, hat wunderbar funktioniert. Wir haben auch nach wie vor noch ein sehr gutes Verhältnis, telefonieren wöchentlich. Und bin Fares da auf jeden Fall total dankbar. Das darf nie irgendwie sozusagen mitschwingen, wenn ich sage, okay, das und das machen wir jetzt anders. Von daher glaube ich einfach, dass die Struktur etwas in der Tiefe detaillierte angehend von Problemen, etwas wissenschaftlichere Herangehensweise von Björn anders ist und mir momentan einfach sehr gut tut. Nun gut, also die tropischen Wetterbedingungen helfen natürlich einfach für den Ironman Hawaii. Das ist ganz klar, feucht und warm. Da muss der Körper sich einfach akklimatisieren und ist von daher in der spezifischen Vorbereitung, jetzt habe ich das im Frühjahr eher ausprobiert, einfach um auch mal da gewesen zu sein, weil ich einfach auch mal eine neue Trainingsdestination ausprobieren wollte. Aber jetzt sicherlich auch hinsichtlich des anders laufenden Winters höchstwahrscheinlich eine interessante Option. Und bei der Höhe muss man einfach ganz klar sagen, dass es einfach
funktioniert bei mir. Es schlägt labortechnisch sozusagen an, die Blutwerte verbessern sich und die Abgeschiedenheit des Bergdorfes St. Moritz tut mir auch sehr, sehr gut. Na, ich glaube, es ist eine Kombination aus vielen Dingen. Ich glaube, Ernährung spielt eine ganz große Rolle. Jeder weiß, ich bin vegetarisch unterwegs, was für mich persönlich ein besseres Gefühl einfach auslöst, wo ich glaube, auf der richtigen Spur bin. Und ansonsten natürlich ist es immer wichtig, sich auch richtig mit Mineralstoffen, Mikronährstoffen zu versorgen und da einfach auf eine gute Balance zu achten. Ja, also das Thema Sponsoren, Mitarbeit ist tatsächlich abendfüllend. Also ich finde es auf der einen Seite sehr, sehr interessant, meinen Input zu geben. Und ja, es macht einfach auch Spaß. Ne? Also ich glaube gerade, also über die Reifen vom Fahrrad, über die Laufschuhe, im Prinzip gibt es keinen Sponsor, der nicht irgendwie mit Input beliefert wird. Und ich glaube, gerade das macht auch eine gute Zusammenarbeit aus. Ich glaube, als Profisportler ja, sind wir in der Position, gutes Feedback zu geben und Produkte weiterzuentwickeln. Und von daher macht es auf jeden Fall Spaß, da Input zu geben und mitzuhelfen.